Ivo, du wolltest früher eigentlich einmal Nachwuchstrainer werden. Jetzt bist du Cheftrainer der UHK-Kampfmannschaft. Wie fühlst du dich nach einem Jahr harter Arbeit und sehr viel Lob von den anderen HLA-Trainern? Ja, für mich gut. Wie gesagt, für mich ist ein bisschen überraschend gekommen, Angebot vom Vorstand, dass ich übernehme erste Mannschaft. Habe lange überlegt, sagen wir so, habe ein paar Wochen gebraucht und mit Familie geredet damals. Und da habe ich doch gesagt, habe mich doch entschieden, dieses Job zu machen, und seitdem bin ich mit 100% drin und ich bemühe mich immer Beste zu geben. Ja. Und Nachwuchstrainer, das Thema hast du jetzt abgehakt oder wäre das für dich Na, irgendwann es ist immer einmal? interessant. In der Richtung habe ich sag mal, im Studium gelernt und es ist immer ein nicht abgehaktes Thema, sondern einfach, man Eine lebt eine Alternative. Ja. Alternative. Du hast an der Universität Split Sport studiert, bist ausgebildeter Sportprofessor, was viele Kollegen nicht wissen. War bei dir und bei deinem neuen Trainerjob diese Ausbildung von großem Nutzen? Sicher, da habe ich Grundsteine ein bisschen in Vorbereitung und Planung und Programmierung von Trainings bekommen und einfach auch durch eine gewisse Erfahrung, weil ich bin schon, glaube ich, 20 Jahre in Handball und hat mir leichter gegeben, dass ich kann besser Trainings machen und leichter damit umgehen. Deine Mannschaft hat in den letzten Spielen, zumindest kurzfristig in der Finalserie, zur österreichischen Spitze aufgeschlossen. Ich glaube, das kann man ruhigen Gewissens sagen. Dazwischen fehlte es aber doch noch bei den jungen Spielern vor allem an der Kontinuität. Eine Steigerung ist aber, glaube ich, bei allen Jungen feststellbar. Siehst du das anders? Na, Junge haben sie sich entwickelt sehr gut. Ich habe, muss ehrlich sagen, brav trainiert. Dass wir waren nicht konstant, das habe ich schon gewusst, dass solche Spiele würden passieren, wie zum Beispiel gegen Linz und gegen Ferlach, wo auf einer Seite gegen Bregenz wir bieten eine überragende Leistung und dann nach 3 Tagen eine desaströse Leistung. Ja. Das ist einfach Sport und wann hast du eine junge Mannschaft, welche denkt, ja, jetzt haben wir gewonnen, nächstes Spiel brauchen wir uns nicht bewegen, wird sich von sich selbst Spiel gewinnen, dann hast du schon verloren. Ja, und weiter, wie gesagt, am Ende haben wir gute Platzierung erreicht und gute Spiele geliefert und weiter muss man darauf aufbauen. Kommen wir vielleicht zum erweiterten Kreis deiner Mannschaft. Wie bist du mit der Entwicklung, vielleicht mit Marco Simek, mit Michael Seyfried, Patrick Dietrich, Markus Supernet, Natsch und Aaron Thomann zufrieden? Das sind alle sehr gute Handballer und vor denen steht eine große Zukunft. Die müssen einfach Geduld haben, das ist das Wichtigste im Sport, Mannschaftssport, weil einfach musst du dich für Kampf in Mannschaft selbst durchbringen oder durchkämpfen. Und wenn die weiterarbeiten so und trainieren, dann ich mache mir keine Sorge für die. Ja, dahinter lauern ja schon wieder Talente, jüngere Talente wie Raphael Ekater, Kenan Hasesic und vor allen Dingen die Flügelflitzer Jürgen Jarisch, Jürgen Pfaffinger und Thomas Riedlmeier. Man hat die Entwicklung heuer sehr gut sehen können in der U20. Co-Trainer Pavel Achowetz hat sich auch mit den talentierten Spielern sehr beschäftigt und eine sehr gute Arbeit aus unserer Sicht geleistet. Sind diese Spieler und auch andere, ich habe jetzt nur einige Beispiele genannt, für dich in ein, zwei Jahren für die Kampfmannschaft auch ein Thema? Zuerst, ich möchte gratulieren, Pavel, für einen guten Job mit der Jugend. Er war immer auf die ganze Saison auf erster oder zweiter Position und mit so einer Mannschaft war eine gute Leistung.
dass die Jungen ein paar Jahre werden in Kampfmannschaft anstoßen, das ist jetzt schon klar, weil die haben in dem Jahr super Leistungen geboten und einfach weiter so und ich freue mich. Du hast ja auch angedeutet, es wäre schön, wenn sich diese jungen Spieler vielleicht im Sommertraining mit der Kampfmannschaft bei dir einstellen könnten, um hier ein hartes Training einmal hautnah mitzuerleben. Ja, wäre nicht schlecht, das kenne ich von eigener Erfahrung. Habe ich auch mit 16 Jahren mit der ersten Mannschaft trainieren begonnen und einfach ein Erlebnis, ein bisschen schwierigere Training zum Erleben und kennenlernen, ist früh wie möglich ist besser, weil die würden sich besser entwickeln, sagen wir so. Was viele Leute nicht wissen, ist das Videostudium. Du beschäftigst dich besonders intensiv damit. Es wird jedes HLA-Spiel von jedem Verein aufgezeichnet und von den anderen Vereinen für Taktikzwecke genutzt. Was kannst du uns dazu sagen? Vielleicht kannst du unsere Fenster ein bisschen aufklären. Ja, das ist ein wichtiger Teil vom Trainerjob. Du möchtest erfolgreich sein und dass deine Mannschaft gewinnt am Samstag. Da musst du viele Videos anschauen und analysieren. Von anschauen Video heißt nicht einfach Spiel schauen, eine Stunde und Fernseher ausschalten und bist fertig, sondern einfach vor einem Spiel brauche ich manchmal zwei, manchmal 3 Stunden. Und ja, das ist eine Arbeit, ohne welche kannst du keinen Erfolg einfach in jetzige Handball-Ebene kannst nichts erreichen. Ne? Und die Spieler müssen sich dann an diese Anweisungen, die du da feststellst, dann daran halten, nehme ich Ja, mal an, ne? dann meistens wird gearbeitet in die Woche, für nächste Spielwoche habe ich Video geschaut, dann durch Analysieren, Schwäche oder Stärke von Gegner und wird gearbeitet, dass du mal die Schwäche ausnutzen und Stärke einfach versuchen zu stoppen. Ja, sprechen wir gegen Ende jetzt auch den Spieler Ivo Belas an, der offiziell jetzt sein letztes Spiel zu Hause gegen Hart absolviert hat. Wie geht es dir? Tut dir der Abschied weh oder geht es jetzt nahtlos vom Spieler zum Trainer über? Sicher, ich habe mich noch nicht im Kopf so hundertprozentig verabschiedet mit Sport, meine ich mit Handball. Ich tue weiter trainieren, brav mit Mannschaft. Weiß es nicht, ich kann nicht so schnell aufhören, dass ich muss nicht spielen nächstes Jahr und so ist nicht geplant. Aber ich würde sicher mich im Training ab und zu in Lauf bringen. Schauen wir zum Abschluss dann nochmals auf deine aktive Handballkarriere. Ich gebe dazu ein Stichwort, Ivano Balic, Welthandballer, mit dem hast du ja in jungen Jahren zusammengespielt, hast du mir gesagt, und auch ein Foto zur Verfügung gestellt für unsere Fans. Ja, dafür bin ich besonders stolz. War nur, nicht nur Ivano Balic, war auch Pero Metličić und auch viele bekannte oder wenig bekannte gute Handballer. Damals in Split war eine gute Handballausbildung, wie jetzt ist noch immer. Es kommen auch viele gute Spieler raus, hinaus. Und ja, auf den Zeit bin ich stolz. Das ist ein Teil von meinem Leben. Ja, zuerst wollte ich mich bedanken für eine super Saison. Zuerst zum Publikum, meinem Vorstand, meine Spieler, Co-Trainer und alle anderen, welche haben teilgenommen oder sind gewesen zum Helfen, das zur Mannschaft geholfen. Mich bedanken herzlich. Und eine Botschaft von meiner Mannschaft möchte ich gerne sagen, dass ohne harte Training wird kein Erfolg sein.